Hallöchen und willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir haben hier noch einen Skin. Oh. Den werde ich mal mitnehmen, weil wir den relativ teuer verkaufen können. Schon mal falsches Menü. Gut, Melina. Skin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die hinkommen. Ach, das da. Lassen wir den dafür weg. Nehmen dafür den. Ja, wo sind sie denn noch, die anderen restlichen Idioten? Ach so, hoppala. Du kriegst mich gar... Ach, ich wollte ihn schon dissen, weil er mich nicht gesehen hat, der Affe. Er hat mich aber gesehen. Oh, der war jetzt echt mau. Also, schäm dich, Melina. Ah, nächster Save Point. Ich muss sagen, es sind relativ viele Save Points. Also ist ziemlich schwierigkeitsgradtechnisch echt noch in Ordnung. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ist das eigentlich Schleichen? Ich will mal kurz gucken. Weil ich bin ja eigentlich auch ein typischer Melee. Also, dass ich halt ganz viel schleichen soll und Nahkampfdingensen. Tastenzuweisung. Schleichen. Oh. Sehe ich da halt echt nirgends. Okay. Ja, da dürft ihr mich ein weiteres Mal gerne aufklären. Und warum spreche ich nicht, wenn ich auf T klicke? Ich wollte jetzt eigentlich, dass er mich ein bisschen unterhält. T. Dann geht das wohl nur, wenn man gerade jemanden vor sich hat. Schade. Wirklich schade. Oh fuck. Ach, das sind keine Explosiven. Schade eigentlich. Alter! Zero, du bist so ein Psycho. Welcher lacht denn jetzt noch so krank? Also da ist ein Psycho, aber wo ist er? Du Arsch. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Scheiße! Voll. Fuck! Übelst abgelost einfach. Ja, ich weiß dann mal, warum ich wegsprinte. Oh fuck. Uiuiui. Jetzt habe ich ein bisschen Muni vergeudet, aber ich war jetzt gerade ein bisschen in Panik. Weil, wie gesagt, ich kann nicht so richtig einschätzen, wie viel Health diese ganzen Typen mir abziehen. Noch einer da, oder was? Ich hole die jetzt mal vor, das ist ja langweilig, wenn ich da immer wie so ein Schleicher... Wo glotze ich denn? Du Freak. Ach,
die dissen sich gegenseitig. Die reden gar nicht mit mir, oder? Fast Rifle. Ja, brauche jetzt nicht, ne? Warum drücke ich immer falsch? Da ist der Bullimon reitende Zwerg. Wo sind sie denn? Ja. Ah. Wow, fuck! Wow! Alter! Zwei tödliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack. Ich muss vor allem. Ich muss einfach woanders hin. Ich kann da nicht kämpfen. Das ist mitten in diesem fucking Castle. Alter, wie soll ich denn jemals tot kriegen? Die sind Level 7. Was zur Hölle erwartet ihr? Oh, lad nach. Komm schon. Und warum treffe ich den nicht? Doch, ich treffe ihn, aber es macht ihm fast nichts. Da ist er. Versteckt er sich? Hast du Angst, du Pimp? Ich muss echt mal die Waffe wechseln. Das geht mit der Sniper einfach nicht. Ah, er ruft Zeit zu sterben. Er hat Sinn für Humor, der Gute. Okay. Scheiße. Ich weiß, glaube ich, jetzt schon wieder, wo ich sterben werde. Shit. Das war keine gute Idee. Yes. Ich kann aufleveln, von daher mache ich das jetzt gleich mal. Uiuiuiui. Ah, erhöht den kritischen. Nee. Erhöht deinen Zoom. Zielgenauigkeit leidet weniger. Das da wäre eigentlich ganz gut, finde ich. Nahkampf mache ich halt aktuell fast noch gar nicht. Dann machen wir jetzt erstmal noch das da. Okay. Da ist der Arsch. Ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Was? Was hat er gesagt? Ich mag meine Feinde so, wie ich meinen Kaffee mag, im Arsch? Das kann man jetzt aber auch so und so verstehen. Ich muss zugeben, ich habe erst mal an die komische Art gedacht. Ich stehe mir gerade selber im Weg. Das ist unheimlich nervig. Alter, wie viele sind das? Was zur Hölle geht hier ab? Ich habe die doch vorhin alle besiegt.
Ich weiß nicht, soll ich das jetzt echt noch machen? Weiß nicht. Wir haben, unser Level ist ja genug. Ich glaube, wir lassen das jetzt. Wenn ich halt dadurch, dass ich die Missis dann immer spontan abbreche, sehr viele sehr gute Waffen verpasse und ihr wisst das, dann könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben, ne? Weil wie gesagt, ich bin absolut kein Meister dieses Spiels. Ich spiele das halt einfach nach Gutdünken. Und wenn das dann halt eher kontraproduktiv oder fürchterlich falsch ist, dann bin ich da natürlich offen für Verbesserungsvorschläge. So, und zurück geht's. Kann man noch kurz gucken. Hier haben wir auch wieder einen Nahkampfschaden, Nachladegeschwindigkeit. Natürlich. Was denn sonst? Das war sehr, sehr unglaublich knapp. Manchmal hasse ich mich selbst für dieses unnötig. Wie nennt man das? Halsbrecherisch, oder? Ja, halsbrecherische Verhalten. Mhm. Da, 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 da. Es war jetzt aber eine coole Missy. Also die habe ich gerne gemacht. Auch wenn es eigentlich eine Nebenquest war. Die war echt nice. Ich versuche jetzt mal einfach an denen durchzurennen. Ich verstehe nicht so richtig, warum sie das eben so machen, dass die Gegner überall immer respawnen. Ist das halt, damit man jederzeit aufleveln kann? Aber ja, ist halt auch ein bisschen nervig von Zeit zu Zeit. Aber man kann ja eh durchrushen, ne? Von daher ist nicht so dramatisch. So, Hammerlock, wo bist du? Da ist er, der Gute. Hallöchen. Und was bekommen wir? Ein Skin. Okay, toll. So, jetzt wird es Zeit für richtige Quests. Natürlich obligatorisch erstmal falsch klicken. Das machen wir nicht, das war langweilig. Das machen wir jetzt, genau. Lange zu Claptraps Boot. Da bist du ja, Claptrap. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutcher ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Okay. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Ja, klingt doch großartig. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Sei vorsichtig, wenn du Boom Boom aufschaltest. Er gehört zum Ripper-Clan. Und Ripper heißt so viel wie Zerfetzer. Schätze, du checkst doch, um diese Gedanken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die ganzen Gegner hier nochmal platt machen. Obwohl wir es schon 50.000 Mal gemacht haben. Ich habe nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich habe mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Claptrap, okay. Du solltest eventuell nicht direkt da reinlaufen, sondern erstmal mich kurz machen lassen. Er ist ja süß. Kleppi. Und meine Stimme nervt wieder. Also Kleppi ist süß, weil er so schlottert. Untertan, was hast du getan? Das waren Menschen.
ein Arsch. Er ist so witzig. Ich liebe ihn. Ja, Sniper-Muni, Sniper-Muni. Gib mir mehr. Aber mir fällt einfach kein Name für das Diamant-Pony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Oh. Jetzt bin ich falsch gelaufen, glaube ich. Dezent. Ja, bring dich halt in Sicherheit, du Arsch. Megabrain. Level 2, süß. Warum treffe ich dich nicht? Was zur Hölle? Und warum... Warum benutze ich keine Nahkampftechnik? darf ich? Oh, die Waffe. Das hab ich genossen. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht, dass bei dieser Quest... die Gegner auf Level 2 sind und bei der anderen auf Level 6 und 7. Obwohl beides für Level 5 gemacht war. Shit. Oh, jetzt... Das war sehr, sehr dumm von dir, mein Freund. Okay, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Mensch, Clappy, ohne Scheiß, du machst was mit meinem... Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Ich glaube, ich will das nicht sehen. Braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Was zur Hölle? Wow. Fuck. Ah! Die Psychos sind so lustig. Oh Mann, ich liebe die. Die sind einfach so durch mit allem. Das ist nicht mein letztes Wort. Leute, ich feiere die Typen echt so. Das ist... Oh Gott, das ist so witzig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal wieder einen Break. Ich weiß nämlich nicht, wie lange es noch dauert, bis wir die Mission beendet haben. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, ciao! Folge einfach den